Ich lese vor aus dem Evangelium Lukas, Kapitel 2. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich ein. Dies war die erste Volkszählung, sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem und Judäa in die Stadt Davids reisen von Nazareth. In Galiläa machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil sie im Gasthaus keinen Platz für sie gab. In jeder Nacht hatten ein paar Hirten auf dem Felde vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er, ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Frieden sei mit dir.
Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählt hat, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Thank you.
Let's pray. Himmlischer Vater, Heavenly Father, wir suchen dich heute. We're searching for you today. Wir sehen zu einer Begegnung mit dir heute hier in diesem Raum. We're longing to have an encounter with you here today in this room. So wirke in unseren Herzen. So move in our hearts. Und erwecke uns zu geistigem Leben heute Abend. And awaken us to a spiritual life this evening. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Amen. So, warum feiern wir Weihnachten? So, why do we celebrate Christmas? Wir feiern heute etwas Erstaunliches. Today we're celebrating something amazing. Etwas Wunderbares. Something wonderful. Etwas Lebensveränderndes. Something that changes lives. Etwas Herrliches. Something marvelous. Wir feiern heute etwas, das auch dein Leben hier und heute verändern kann. We're celebrating something that can also change your life here and today. Wir feiern heute etwas, das auch mein Leben vor 10 Jahren einen neuen Anfang geschenkt hat. We're celebrating something that gave my life a new beginning 10 years ago. So Weihnachten ist eine Geburtstagsfeier. So Christmas is celebrating someone's birthday. Die Geburtstagsfeier von Jesus Christus. It's Jesus Christ's birthday party. Jesus wurde vor ungefähr 2000 Jahren in Bethlehem in Judäa geboren. Approximately 2000 years ago, Jesus was born in Bethlehem in Judah. Und Gott, der Sohn, nahm an diesem Tag die Gestalt eines Menschen an. And God the Son became human, became a person on this day. Gott kam zu uns als Baby. God came to us as a baby. Warum kam Jesus als Mensch zu uns? Why did Jesus come as a person, as a human being? Und die Antwort steht in der Bibel in Matthäus Kapitel 1 Vers 21. And the answer to this question is in the Bible in Matthew chapter 1 verse 21. Denn die Folie dafür, ja, danke. Ich lese. Sie aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So Jesus, die Bibel sagt, Jesus wurde geboren, um Menschen zu retten. So the Bible tells us that Jesus was born to save people. Zu retten von was? To save them from what? Von ihren Sünden. To save them from their sins. Und wenn ich das lese, dann stellen sich mir 2 Fragen. And when I read this, I ask myself 2 questions. Frage Nummer 1, warum müssen Menschen von ihrer Sünde gerettet werden? Question number 1, why do people need to be saved from their sins? Und Frage Nummer 2, wie hat Jesus das getan? And question number 2 is, how did Jesus do this? Es geht also um das Warum und das Wie des Rettens. So the question is why and how. So Frage Nummer 1, warum müssen Menschen von ihren Sünden gerettet werden? So question number 1 was, why do people need to be saved from their sins? Was ist Sünde? What is sin? Die Bibel beschreibt das so. The Bible describes it the following way. Sünde ist, Dinge zu tun oder zu denken, die Gott nicht gefallen. Sin is doing things or thinking things that are not pleasing to God. Die Bibel sagt, dass sogar Gedanken Sünde sein können. The Bible says that even thoughts can be sin. Zum Beispiel sagt Jesus in der Bibel, wenn ein Mann eine Frau mit lustvollen Augen ansieht, dann ist das schon Ehebruch im Herzen. So the Bible, Jesus says in the Bible that if a man just looks at a woman lustfully, then it's already adultery in his heart. Also Sünde ist so zu leben, als ob es Gott nicht gibt. So sin is living as though God didn't exist. Sünde ist zu sagen, ich entscheide, was ich für gut und für böse halte. Sin is saying, I decide what I think is correct or wrong. Und Sünde ist zu sagen, ich will mir von keinem Gott
sagen lassen, was ich tun und was ich lassen soll. And sin is saying, I don't want any God to tell me what to do or what not to do. Und als Resultat kommt sehr viel Leid und Elend in unser Leben. And the result of this, that a lot of suffering and pain comes into our lives. Wie sieht Sünde praktisch aus? What does sin look like practically? Streit und Wut. Anger and fighting. Rechthaberei. Self-righteousness. Unwilligkeit zu vergeben. Being unwilling to forgive. Neid und Eifersucht. Jealousy and envy. Kaputte Beziehungen. Broken relationships. Selbstsucht. Being self-centered. Selbstzerstörerische Verhaltensweisen. Behaving in a way that is just destructive to yourself. Drogen, Alkohol, Sex außerhalb der Ehe und so weiter. Drugs, alcohol, sex outside of marriage and so on. Und die Bibel sagt, dass jede Sünde jemanden verletzt. And the Bible says that every sin hurts someone. Entweder seelisch oder körperlich. Either spiritually or physically. Also Sünde bringt Leid und Elend in unser Leben herein. So sin brings pain and suffering in our lives. Und die Bibel sagt, weil Gott heilig und gerecht ist, muss er jede Sünde bestrafen. And the Bible says that because God is just, he needs to punish every sin. Und das passiert nach dem Tod. And that happens after death. Jemand fragte einmal Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Someone once asked Jesus, what is the most important law? Und Jesus gab da zwei Antworten dazu. And Jesus gave two answers. Und Jesus sagte einmal, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. And Jesus answered, you should love the Lord with all your heart, all your soul and all your mind and all your strength. Und zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. And secondly, that you should love your neighbor as yourself. Also Jesus, der Sohn Gottes, sagt, die wichtigsten Gebote sind Gott lieben mit ganzer Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So Jesus says that the most important laws are to love God with all your strength and secondly to love your neighbor as yourself. Und wenn es so mit der Sünde aussieht, and when this is what sin is, dann möchte ich dir jetzt eine Frage stellen. And I'd like to ask you all a question. Und nicht um dich zu verklagen. And not to condemn you of anything. Sondern um dir zu helfen. But to help you. Kannst du sagen, dass du Gott mit ganzem Herzen und ganzer Kraft liebst? Can you say that you love God with all your heart and with all your strength? Kannst du sagen, dass du alle deine Mitmenschen so liebst, wie du dich selbst liebst? Can you say that you love all the people around you the same way as you love yourself? Alle Arbeitskollegen. All your colleagues at work. Alle Verwandten. All your relatives. Alle Nachbarn. All your neighbors. Und die Bibel sagt, dass jeder Mensch einmal sterben muss und dann vor Gottes Gericht steht. And the Bible says that one day everyone will die and will have to stand before God. Und wenn du heute vor Gottes Gericht stehen würdest, and if you were to stand before God's judgment today, wo würdest du die Ewigkeit verbringen müssen? Where would you have to spend eternity? Und die Bibel sagt das so, Römer 3:23. And the Bible says it in the following way in Romans 3 verse 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. For all have sinned and fall short of the glory of God. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch vor Gott als Sünder dasteht. The Bible says that every person stands before God as a sinner. Die Bibel sagt, dass die Menschheit vor Gott verloren dastehen würde. The Bible says that all of humankind would stand as a sinner before God. Wenn Gott nicht gewirkt hätte. If God had not done something. Aus seiner großen Liebe zu uns. Out of his great love to us. So deshalb müssen wir von unserer Sünde gerettet werden. And so because of that we need to be saved from our sins. So Gott sei Dank, das ist die frohe Botschaft heute Abend.
So thank God, that is the joyous message this evening. Gott will nicht, dass auch nur einer verloren geht. God doesn't want even one to perish. Gott will, dass alle zu ihm umkehren und zurückkommen zu ihm. God wants everyone to turn and to return to him. Und seine Vergebung, seine Liebe und ewiges Leben von ihm als Geschenk erfahren. And for everyone to receive his forgiveness and his and eternity from him, his free gift. Wir kommen jetzt zur Frage Nummer 2. So now we come to question number 2. Wie kann Jesus jemanden von seinen Sünden erretten? Wie geht das? How can Jesus save someone from their sins? How does that work? Ich habe vorhin schon gesagt, dass die Bibel Gott als 100% gerecht und heilig beschreibt. As I said previously, the Bible describes God as 100% just and righteous. Und ein gerechter Richter muss jede Straftat bestrafen. And a just judge has to punish every wrongdoing. Sonst wäre er nicht gerecht, sonst wäre er nämlich korrupt. Because otherwise he wouldn't be just, he would be corrupt. Die Bibel sagt aber auch, dass Gott barmherzig ist. But the Bible also says that God is merciful. Dass Gott liebt. That God loves. Dass Gott verzeiht. That God forgives. Und jetzt ist die Frage, wie kann Gott gleichzeitig barmherzig sein und gerecht? So the question is now, how can God be merciful on the one hand and just at the same time? Das ist doch ein Dilemma, oder? That's a problem, isn't it? Ich will das Dilemma mal an einem Beispiel erklären. I'd like to explain this problem with the following example. Nehmen wir an, ich fahre mit dem Auto zu schnell. Let's assume that I drive too fast in my car. Und werde von der Polizei angehalten. And I get stopped by the police. Jetzt hätte der Polizeibeamte zwei Möglichkeiten zu reagieren. Now the policeman would have two options in how he could react. Er könnte mir entweder einen Strafzettel schreiben. He could give me a punishment, give me a ticket. A ticket. Und das wäre 100% gerecht, oder? And that would be 100% just, right? Aber es wäre nicht barmherzig. But it wouldn't be merciful. Oder er könnte sagen, ich will mein Auge zudrücken, Timo, ich lasse dich weiterfahren ohne Strafzettel. Or he could say, okay, I'll look away this time, you can carry on driving, I won't give you a ticket. Das wäre zwar 100% barmherzig. That would be 100% merciful. Aber nicht gerecht. But not just. Jetzt können wir das Dilemma sehen. Wie kann Gott gleichzeitig immer gerecht sein, aber auch barmherzig? Wie geht das? So now you can see the problem. How can God be just, but merciful also at the same time? So in unserem Beispiel könnte das so aussehen. So in our example it could look like this. Der Polizeibeamte könnte sagen, the policeman could say, Timo, du bist schuldig und ich schreibe dir einen Strafzettel aus. Timo, you're guilty and I'm going to give you a ticket. 100% gerecht. 100% just. Und dann könnte er sagen, aber weil ich barmherzig, vergebend bin, will ich deinen Strafzettel für dich aus eigener Tasche bezahlen. But then he could say, because he's also merciful, that I'm going to pay this ticket out of my own pocket. Und das ist genau das, was Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz für dich und für mich getan hat. And that is exactly what Jesus did 2000 years ago on the cross for me and for you. Jesus ging vor 2000 Jahren freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz. 2000 years ago Jesus went to a painful death on the cross. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sagt Jesus zu uns. And when we look at the cross, Jesus says to us, du bist schuldig. You are guilty. Aber weil ich dich liebe. But because I love you. Habe ich dir die Strafe für deine Sünde schon am Kreuz bezahlt. I already paid the punishment for your sin on the cross. Halleluja. Halleluja. Die Bibel sagt das so, Römer 6, 23. The Bible says it the following way in Romans 6, verse 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe, das bedeutet ein unverdientes Geschenk, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. For the wages of sin is death,
but the gift, so an undeserved gift of God, is eternal life in Christ Jesus our Lord. Und das ist eine lebensverändernde, herrliche, glorreiche Botschaft für jeden von uns. And that is a life-changing and glorious message for every one of us. Hier bietet Gott Frieden an und Vergebung. Here God is offering peace and forgiveness. Und diese Rettung, die Gott dir und mir anbietet. And this salvation that God is offering me and also you. Also diese Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und ewiges Leben. So forgiveness of sin, peace with God and eternal life. Diese Rettung, die Gott dir anbietet, ist ein unverdientes Geschenk. This salvation that God wants to give you is an undeserved gift. Unverdient. It's undeserved. Und dieses unverdiente Geschenk bietet Gott jedem Menschen an, auch dir. And this undeserved gift is a gift that God is offering every one of you, also you. Auch heute. Today. Und dass dieses Geschenk wird angeboten, egal was du in der Vergangenheit getan oder nicht getan hast. And this gift is offered to you regardless of what you did or did not do in your past. Viele Menschen sagen, ja, ich glaube, dass Gott die Welt geliebt hat, aber er kann mich nicht lieben. A lot of people say, yes, I know that God loves the world, but he can't love me. Wenn du zweifelst, dass Gott dich lieben kann und Gott dir vergeben will. If you doubt that God loves you and that he wants to forgive you. Dann schau auf das Kreuz. Then look at the cross. Am Kreuz hat Gott seine Liebe für dich bewiesen. On the cross Jesus proved his love for you. Die Frage ist jetzt, wenn Gott mir und dir dieses Geschenk anbietet, dieses unverdiente Geschenk. The question now is if God is giving and offering this gift to us, this undeserved gift. Wie kann ich dieses Geschenk annehmen? How can I accept this gift? Und die Bibel sagt, dass wir dieses Geschenk annehmen durch Umkehr und durch Glauben. And the Bible tells us that we accept this gift by turning to God and through faith. Umkehr bedeutet, ich kehre mich von meinem Leben in der Sünde ab und verspreche Gott, Jesus ab jetzt zu folgen. So turning away from sin and saying that I'm now turning to God and to follow Jesus. Ich mache Jesus zum Zentrum meines Lebens. I'm making Jesus the center of my life. Und ich nehme das Geschenk der Vergebung im Glauben an. And I'm accepting the gift of forgiveness in faith. Durch eine Entscheidung des Willens. And by making a decision. Die Bibel sagt das so, Römer 10, Vers 9. The Bible says in Romans 10, Vers 9. Das ist eine der herrlichsten Verse in der Bibel überhaupt. Da sagt Gott, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. So Romans 10, Vers 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Das heißt, es gibt Gewissheit. So there is assurance. Wir können wissen, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, umzukehren, um dieses Geschenk im Glauben anzunehmen, dann kann ich Gewissheit haben, mir sind die Sünden vergeben. So we have the assurance that when we turn away from our sin and turn to God, the assurance that our sins are forgiven. Ich kann ein neues Leben mit Gott anfangen. I can start a new life with God. Ewiges Leben. Eternal life. Frieden mit Gott. Peace with God. Aber hier wird gesagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst. But here it says that if you confess with your mouth the Lord Jesus. Das bedeutet, diese Entscheidung, das Geschenk anzunehmen, hat nichts mit Mitgliedschaft in einer Kirche zu tun. It means that this decision to follow God has got nothing to do with being a member of a church. Es hat nichts damit zu tun, Kirchensteuer zu bezahlen. It's got nothing to do with paying church tax. Oder religiöse Leistung zu vollbringen. Or to do some religious works. Es geht um eine Entscheidung, Frieden mit Gott machen zu wollen. It's about a decision to have peace with God. Die Hand zu nehmen, die Gott dir und mir reicht. To take the hand that God is offering to you and to me. Und ernste Sache zu machen mit Jesus. And to clear things up with Jesus. Und das sieht ungefähr so aus. Das könnt ihr hier machen, später oder zu Hause. And you can do that here, you can do it later at home. Ich muss erst einmal bekennen, dass ich gegen Gott gesündigt habe.
I first need to realize and admit that I have sinned against God. Und Gott um Vergebung bitten. And ask God for forgiveness. Und zu glauben, dass Jesus für meine Sünden, für mich persönlich am Kreuz gestorben ist. And to believe that Jesus died for me personally and for my sins on the cross. Und dann die Entscheidung zu treffen, von meinem Leben ohne Gott umzukehren. And then to decide to turn away from my life without God. Das Leben, das ich gelebt habe, zurückzulassen. To leave behind the life that I lived. Und jetzt Jesus Christus als meinem Herrn und Erlöser zu folgen. And to now follow Jesus as my Lord and Savior. Und so zu leben, wie er es für richtig hält. And to live the way that he lived and he sees as correct. Und dann fängt ein neues Leben an. And that's when a new life starts. Gemeinschaft mit Gott. Fellowship with God. Ein erfülltes Leben. A fulfilled life. Dann hat das Leben eine ganz neue Dimension, Liebe zu erfahren, Gott zu erfahren. There's a completely new dimension of life to experience love and to experience God. Und die Gegenwart Gottes zu erfahren im Leben. And to experience the presence of God in your lives. Warum feiern wir Weihnachten? Why do we celebrate Christmas? Weil Jesus in die Welt kam, um dich und mich von unseren Sünden zu retten. Because Jesus came into the world to save you and to save me from our sins. Um Frieden mit Gott zu machen. To make peace with God. Auch für dich. Also for you. Und was hält dich davon ab, heute an Heiligabend dieses unverdiente Geschenk anzunehmen? What is stopping you from accepting this undeserved gift this Christmas Eve? Und wenn du das hier und heute tun willst, dann komm zu uns nach vorne nach dem Gottesdienst, zu Pastor Ron, oder wir sind hier vorne alle wahrscheinlich. Komm zu nach vorne und sprich mit uns. And if you want to do that tonight, then please do come forward after the service and talk to Pastor Ron or to someone standing here at the front. Lass uns beten. Let's pray. Himmlischer Vater, wir staunen über deine große, herrliche Liebe. Heavenly Father, we're standing in awe of your glorious and great love. Wir können es nicht verstehen, warum du zu Sündern wie uns gekommen bist. We can't understand why you would come to sinners like us. Um uns zu retten. To save us. Um Gemeinschaft mit uns zu haben. To have fellowship with us. Um uns den Weg fürs ewige Leben zu bereiten. To prepare the way for eternal life for us. Herr, ich bitte dich, dass das Wort, das jetzt ausgegangen ist, in den Herzen der Zuhörer Frucht bringt. Father, I pray that the word that has been spoken here would bring fruit in people's hearts. Ich bitte dich, dass du Menschen erweckst, die dich noch nicht kennen. Father, I pray that you would awaken people that don't yet know you. Dass du sie erfahren lässt, dass du existierst, dass du sie liebst. That they would experience that you exist and that you love them. Und dass sie zu Jesus kommen, um mit ihm Leben zu haben. And that they would come to Jesus to have life with him. Das bitten wir im Namen von Jesus Christus. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Timo, thank you for sharing the word with us, and what a wonderful choir and performance we saw by the children as they celebrated the birth of Jesus. Vielen Dank, Timo, für das Wort und was für eine wunderbare Vorführung wir vom Chor und von den Kindern hatten. And we're very glad you're here. We want to welcome all of our guests. Und wir sind sehr froh, dass ihr alle hier seid. Wir wollen unsere Gäste herzlich willkommen heißen. Our prayer is that the Lord will bless you and draw you close to himself this Christmas season. Unser Gebet ist, dass der Herr euch segnen würde und dass er euch näher an sich ziehen würde jetzt an Weihnachten. Timo shared the good news of the gospel and it shines like a brilliant light. Timo hat die frohe Botschaft des Evangeliums mit uns geteilt und es brennt wie ein helles Licht. It shines out into a lost and dying world. Es scheint draußen eine dunkle und verlorene Welt. The glorious light of the gospel brings hope to our hearts as well. Das herrliche Licht des Evangeliums bringt auch Hoffnung in unsere Herzen. This good news that we can have our sins forgiven and washed away. Diese frohe Botschaft, dass wir unsere Sünden vergeben haben können und weggewaschen werden.
can transform our hearts and lives as we cry out to him. Können unsere Herzen und unsere Leben verändern, wenn wir uns nach ihnen ausstrecken. And so the light, Jesus said, I am the light of the world. Und Jesus hat gesagt, dass, ich bin das Licht der Welt. It shines into our hearts as we hear the word of God and as we respond to it. And that is good news. Und es scheint in unsere Herzen, wenn wir auf das Wort reagieren. Und es ist eine frohe Botschaft. We want to celebrate that fact that the light of the world has come by lighting candles, all of us, this evening. Und wir wollen jetzt feiern, dass das Licht der Welt in diese Welt gekommen ist, indem wir alle Kerzen anzünden. I need a few guys to come up and help me pass out. I need three. Wir brauchen drei Helfer, um okay. Die Kerzen zu verteilen. One, two. All right, Timo, that's great. Now, you guys are going to have, you young men are going to have the responsibility of giving these to parents. And they can decide if their children are old enough to actually hold one of these fire sticks. Also die Kerzen werden jetzt an alle Eltern verteilt und die Eltern können dann entscheiden, ob ihre Kinder eine Kerze haben können. But this is a wonderful picture of us, of the fact that not only is Jesus the light of the world, but as believers, he said, you are the light of the world. Und das ist jetzt ein wunderbares Bild, nicht nur, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, sondern auch, dass er gesagt hat, ihr seid die Lichter dieser Welt. And so as we have our candles and as we light them, also we will testify to the wonderful truth that we are all, as genuine believers, part of the light that holds back the darkness in this lost and dying world. Also wenn wir jetzt alle Kerzen halten, werden wir Zeugnis davon geben, dass wir als wahre Gläubige Licht in dieser dunklen Welt sind.